Ja, hallo zusammen wieder einmal und willkommen bei Pierre Bastelt, auch im frischen Jahr, auch wenn das hier noch Bilder aus dem alten Jahr sind, man sieht es ja jetzt klar, hier ist ein Baum. Ja, wie der Titel aber auch sagte, das ist jetzt, heute wird man nicht gebastelt, das haben wir alles jetzt hier unterm Baum, alles ja, hintrapiert, was so gebastelt wurde, unter anderem, aber ganz große Freude für mich, ich habe meine allerersten Züge wieder komplettieren können, ja, ein, zwei Waggons waren nicht mehr vorhanden, keine Ahnung, was mit denen passiert ist. Pünktlich zum Fest sind sie eingetrudelt und ich konnte somit hier meine beiden Züge, die allerersten von der alten Anlage hier damals vor ja, fast 50 Jahren, ja, wieder hier ihre Runden drehen lassen. Auch in der identisch wirren Folge, wie ich sie damals als Kind da zusammengestellt habe, habe ich sie mal so nachgebaut. Ja, geht auch mal anders, aber so sieht es dann halt aus. Und ich freue mich einfach, dass ich die einfach wieder komplett zusammen habe. Das ist einfach ja, schön, einfach so ein bisschen Kindheitserinnerung zum Anfassen. Ja, und da möchte ich mich an dieser Stelle auch ganz herzlich bei euch für euer Interesse bedanken und auch für diese vielen tollen Kommentare, Hinweise, Aufklärungen, Erklärungen auch größtenteils, ja, wie was denn wirklich heißt, woher was kommt. Großartig, das macht so richtig Spaß, man lernt auch auf allen Seiten wunderbar auch noch dazu. Ich hoffe, dass es dann auch so weitergeht. Also finde ich ganz großartig. Vielen, vielen lieben Dank an dieser Stelle für jetzt ja quasi ein Jahr Pierre Bastelt. Ja, und da ist sie, eine der beiden ersten Loks hier, diese kleine Dampflok, C-Mehrzwecklok, Fleischmann H0 mit der Nummer 4125, hier das Bild aus dem Prospekt. Ja, und im Katalog von 1973 war hier noch angegeben mit einem Preis von 39,80 Mark. Ja, die ist dann bis 1981 auch produziert worden, die Lok. Ab 82 war es dann nicht mehr im Programm. Gut, kommen wir zu den Waggons. Hier haben wir einen Personenwagen, die Nummer 5061, erste Klasse von Fleischmann, damals 1973 im Prospekt ausgeschrieben, noch mit 10,80 Mark. 1973 aus dem Grund, weil das hier der einzige Prospekt ist, wo ich hier noch Preise drin sehen kann. In den anderen war sie dann halt nicht mehr vorhanden, beziehungsweise ab 73 habe ich auch keine vorliegen. Jo, daran schließt sich an, hier ein wunderschöner Wagen in beige, weinrot und zwar ein Personenwagen mit der Modellnummer von Fleischmann, mit der 5064 und das ist hier auch im Osten Prospekt 1973, da sehen wir auch den Preis mit 12,80 D-Mark damals. Dieser Waggon wurde bis 1977 hergestellt, 78 gab es ihn dann nicht mehr im Sortiment. Dann hier die Dollarbüchse, die hatten wir schon mal in einem separaten Video schon mal aufgearbeitet, die 5062 von Fleischmann, damals auch mit 10,80 D-Mark angegeben und ich hatte hier auf der ersten Anlage einfach das Ding hinten rangehangen. Ein Personenwagen, ganz schlichter Natur, gebaut auch von Fleischmann, ganz simpel, mit der Produktnummer 5001. Keine Fensterscheiben drin, keine Inneneinrichtung. Vielleicht mache ich das mal und verbessere den mal irgendwie so ein bisschen. Davon gab es dann auch dann bei mir zwei Stück. Ja, und der wurde auch noch recht lang gebaut. Also eigentlich ja, bis zum Schluss, glaube ich, hier war der auch mal ein Teil von irgendwelchen Startpackungen. Angegeben vom Preis her mit 4,20 Mark. Das ist ja 1973, wie gesagt. Ja, und hier haben wir eines dieser Startsets von Fleischmann. Da gab es ja mehrere verschiedene, auch mit Güterzügen und später auch ganz toll mit dem Intercity-Zug. Aber das hier ist quasi die Startpackung Pendant zu meinem Fuhrpark mit der Lok 4125 und den beiden Personenwagen 5001. Wobei ich aber nicht glaube, dass damals hier diese Startpackung auf meiner allerersten Anlage verbaut wurde, weil hier der Trafo einfach kleiner ist. Ich hatte schon diesen großen Trafo gehabt, der glaube ich auch 1978 oder 79 auf den Markt gekommen ist und das passte dann auch so zu dem Weihnachtsfest, wo ich dann meine erste Anlage bekommen habe. Ja, dieses Set wurde bis 1980 auch noch so angeboten, dann ab 81 nicht mehr und das war noch für einen Preis zu haben, 1973 laut Prospekt für 99 D-Mark und 50 Pfennige. Jo, wechseln wir mal das Gleis und kommen zu meiner ja, quasi Lieblingslok auch mit die 4230 von Fleischmann, auch laut Prospekt von Fleischmann 1973 für 58 D-Mark zu haben. Ja, und diese zieht hier an erster Stelle einen Kesselwagen, und zwar ein Esso-Kesselwagen mit der Produktnummer 5400. Ja, und der wurde verkauft, zumindest auch wieder 1973, für einen angegebenen Preis von 9,20 Mark. Dahinter folgt jetzt hier so ein richtig altes Ding, und zwar hier ein Güterwagen, ein Bierwagen Galsberg 5025. Für 3,50 D-Mark. Und das Ding hier ist noch komplett, also oben das Gehäuse hier und das Dach aus Blech. Einzige Blechwagen
Ja, cool, dass der noch übrig ist. Also das finde ich faszinierend. Ja, allerdings hat der es auch nicht lange im Sortiment gehalten, beziehungsweise war er dann 1978 nicht mehr im Verkauf. Na, vielleicht haben sie komplett auf Kunststoff umgestellt dann irgendwann und dann vielleicht da auch dann die Lizenz nicht mehr erhalten. So, daraufhin folgte dann ein kleiner offener Güterwagen. Auch davon hatte ich zwei Stück und habe ich jetzt auch wieder. Und zwar der mit der Nummer 5011 zu erwerben im Jahr 73 für 3,40 Mark. Ja, und ich habe dann halt hier noch den zweiten Teil des Personenwagens, die 501, an diesen Zug mit rangehangen. Ja, und hier, da steht der zweite 5011, wie auf der Anlage damals auch so auf dem Abstellgleis stand. Warum? Keine Ahnung. Hat mich da geritten. Ja, auf jeden Fall ist es schön, die alten Züge hier wieder rollen zu lassen. Ich lasse mal kurz die Bilder etwas wirken. Da sieht er recht stark beleuchtet aus, aber das kommt durch die Kamera hier, weil alles drumherum dunkel ist, ist der Kontrast da ein bisschen stärker bei diesen drei LED-Leuchten. Das hier vielleicht nochmal das mit. Da sieht's. Boah, ist da eine Flutlichtanlage aufgebaut. Wie gesagt, das wirkt erstmal so. Ach, das ist aber schön hier. Ich finde das einfach. Ja, was alles gebaut haben bis jetzt hier schon. Ne? Der Bahnhof natürlich, klar, mit den ganzen kleinen Nebengebäuden, die dabei waren. Dann haben wir hier den einschnittigen Lokschuppen für die V60. Auch alles wunderbar beleuchtet. Hier vorne die Bühne, da muss noch ein bisschen Licht rein. Das habe ich jetzt erstmal nicht gemacht. Das steht ja erstmal auch bloß provisorisch unterm Baum. Und dann haben wir hier, ja, unter anderem auch hier die Tankstelle. Aber entscheidend ist ja, Moment mal, ja, ein Familienhaus sehen wir es ja nicht. Aber hier, was ist das für ein Oldtimer da? Der sieht interessant aus. Ja, und mit dem hat es ja auch noch was auf sich in Zukunft. Wie die Herrschaften wünschen. Ja genau, der ist schon entsprechend umlackiert, vorbereitet, aber es fehlen noch ein paar andere Teile für so ein kleines, wunderbares Bauprojekt, das aber auch in Bälde hoffentlich bald losgehen kann. Ein paar Teile fehlen halt noch und bis dahin gibt es ja noch genug andere Sachen zu tun, aber da freue ich mich schon richtig drauf. Schönes Wagen, wunderschönes Wagen. Ja, zum Beispiel in Sachen Beleuchtung von Personenwagen ist noch ein bisschen was zu machen. Klar, das passiert auch so nebenbei, aber auch das Aufhübschen weiterer alter Gebäude von meinen alten Anlagen. Und natürlich auch ein bisschen den Fuhrpark wieder ergänzen. Dicky Hoppenstedt, ja, das ist halt ein Schlumpf. Egal, entscheidend ist das hier. Zack. Ja, der Herz 3D, der ist irgendwie weg. Keine Ahnung, also den hätte ich auch ganz gerne wieder. Wobei natürlich der als Einzelwaggon in einem Verbund, also im Zug natürlich ein bisschen komisch aussieht, da bräuchte man ein paar mehr von. Aber ja, der fehlt mir. Ich weiß nicht, wo der abgeblieben ist. Ja, aber auf jeden Fall, das erste Jahr hat echt viel Spaß gemacht. Wieder voll infiziert und natürlich geht's weiter. Ja, das war so quasi erstmal so ein kleiner Rückblick und mit ein bisschen Aussicht. Und nochmal ganz, ganz großen Dank an euch alle für die Unterstützung, dass ihr das hier schaut, ertragt, mich ertragt. Und vor allem auch die, wie ich schon sagte, klasse Beiträge. Ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Mal gucken, was so gebaut und gebastelt wird. Hoffentlich gemeinsam wieder. Macht's gut bis dahin. Ciao, ciao. So, jetzt kann der olle Baum auch raus.